Und wenn wir wieder reinkommen, Leute, dann ist das mit dieser Tür, okay? No joke, sie steht halt immer wieder so auf. Jo, Leute. Willkommen zu diesem weiteren Gruselvideo. Heute wird es etwas gruseliger, denn der Zelda und ich, was hier bemerkt in dieser Wohnung, was hier nicht stimmt, also das ist auch wirklich, also normalerweise sind ja diese Gruselvideos immer so Joke-Videos und so, aber das gruselt uns wirklich und es ist einfach so fucking gruselig und wir müssen es mit euch teilen. Mach. Leute, es ist gerade 0.41 Uhr, ich weiß nicht, ob man sehen kann. 0.41 Uhr, damit wir auch ein wenig in Gruselstimmung kommen, haben wir es ein bisschen später aufgenommen. Ihr seht auch, es ist stockdunkel draußen. Stockdunkel draußen, Leute. Auf jeden Fall haben wir etwas mitzuteilen. Und zwar sind wir vor ganz kurzem erst auf eine Sache gestoßen, als wir diese Sachen hier aufgebaut haben. Und zwar ist es ganz unscheinbar. Wenn man jetzt hier hingeht, sieht man diese Wand. Aber dann sieht man das hier. Und man kann an dieser Wand leicht erkennen, dass es mal zugetaped war mit Kleber. Weil hier sieht man, hier ist Zelda, fällt man ran. Muss da richtig nah rangehen. Warte, man kann hier am Rand sehen, hier war auf jeden Fall schon ein paar Klebestreifen dran. Hier oben sieht man es auch. Und ja, ich zeige euch mal, was sich dahinter verbirgt. Ist das gruselig, Mann. So. Als wäre das nicht schon creepy genug, einfach so eine Secret Door in seinem scheiß Zimmer zu haben. Mir läuft es gerade richtig den Schauer runter, Digga. Die letzten Tage passieren hier ganz merkwürdige Sachen mit dieser komischen Tür. Wir wissen nicht, wie es passiert, aber es passiert. Und zwar geht immer, wenn wir mal kurz weg sind, so wirklich nur 5 Minuten oder kurz einkaufen sind, Digga, ich schwöre auf alles, wenn wir die Tür verlassen, ist das Ding zu. Ich hab Gänsehaut, ich mein's ernst, Digga. Ich hab Gänsehaut ohne Ende. Auf jeden Fall, wenn wir die Tür verlassen, dann ist das Ding zu. Und wenn wir wieder reinkommen, Leute, dann ist das mit dieser Tür, okay? No joke, sie steht halt immer wieder so auf. Sie steht immer wieder auf, wenn wir reinkommen. Und das ist kein Prank. Ich habe das letztens gesehen. Wir sind zusammen hier reingegangen. Das ist kein Prank von Zelda. Das ist einfach. Das ist jedes, schon so total Angst. Das ist Alter. Jedes abgeranzte Mal auf. Leute, und jetzt haben wir Zelda. Ich habe gesagt, Zelda, das nächste Mal, wenn das auf ist, bitte mach ein Reaction-Video davon. Oder zeig einfach mal deine Reaktion, wie das passiert. Und genau das hat er gemacht, Leute. Als es das letzte Mal aufgegangen ist, hier seht ihr offizielle Handyaufnahmen von seiner Reaktion. Ich kam gerade von der Haustür, musste was bei der Post abholen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Immer wenn Moritz und ich beide weg sind, dann passiert hier was richtig Merkwürdiges. Denn hier hinten ist einfach schon wieder die Tür. Das ist das Problem. Immer wenn Moritz und ich weg sind, geht auf einmal da hinten die Tür so richtig plötzlich auf, als sei da irgendeiner da drin. Ich mach das jetzt einfach mal ganz schnell zu. Mega krank. Boah, ist das krank, Leute. Aber das wäre natürlich kein richtiges Gruselvideo, wenn wir der ganzen Sache nicht ein bisschen auf die Spur gehen, Leute. Wir machen jetzt hier ein bisschen Detektivarbeit. Zelda. Und irgendjemand muss wissen, was in diesem scheiß schwarzen Loch drin ist, Digga. Nein, ich weiß schon, worauf du... Nein. Guck dir das doch mal an. Digga, dieser Raum ist relativ groß, Digga. Du musst da rein. Das ist so ein zweiter Wohnzimmer gefühlt, Alter. Geh rein und bitte film und... Lüfte endlich das Geheimnis, was hinter dieser fucking Tür ist, okay? Ne, mach dein Handy an, mach deinen Blitz an und dann film einfach, okay? Oh mein Gott, Zelda, tschüss! Warum mach ich das, Alter? Okay, so, aber geh richtig rein, geh richtig Aufnahme. Rein. Ja. Ihr seht das jetzt einfach mit. Geh richtig rein. Oh mein Gott, Zelda! What the fuck? Ihr macht so rein, rein. Warte, ich will gerade gucken, ob da irgendeiner ist. Nein, da ist niemand. Das. Digga, oh mein Gott, ist das cool. Alter, er geht rein, oh mein Gott! Leute, ich switche jetzt zur Aufnahme von Zelda. Oh mein Gott. Es ist so dunkel hier. Zelda, ich wünsche dir viel Spaß. Mach mal auf. Das will ich ja. Moritz, ich glaube, ich habe was gesehen. Moritz. Was laberst du? Moritz, laberst du? Was laberst du? Okay, er springt da raus und hat was gefunden. Und was war da drin, Zelda? Jetzt sag mal. Es ist halt nur creepy. Da hinten ist so ein Gang, Alter. Es geht da komplett weiter. Was? Ja, Mann. Ich muss halt die Aufnahmen von deinem Handy sehen. Mach aus. Also, Zelda, erklär, was hast du gesehen? Also, guck mal, da ist halt so ein Gang, wo halt so Röhren sind und so. Aber du kommst halt so durch, wenn du dich durchschlängelst, ne? Und das heißt, dieser Gang geht von komplett hier durch? Ja, Mann. Hä? Was ist das für ein Gang, Leute? Kennt ihr das? Haben Wohnungen sowas? So creepy Sachen? Ich werde auf jeden Fall morgen mal Panzertape holen oder so und das erstmal zumachen, Alter. Stimmt, gut, sehr gute Idee, sehr gute Idee. Aber wir haben doch jetzt noch schon Tesa, oder? Ich brauche erstmal was zu trinken. Wir haben doch schon Tesa, oder? Komm, wir kleben das jetzt schon mal fürs Video zu. Wir hätten nicht gedacht, dass diese Tür noch so bedeutungsvoll wird. Wir haben schon gedacht, scheiße, das ist creepy. Aber als die dann das erste Mal offen steht... Warum machst du die Tür zu? Willst du mich umbringen? Aber als wir dann das erste Mal offen stehen gesehen haben, dachten wir uns so...
Du verarscht mich. Und dann guckt er mich an, du verarscht mich. Und wir haben uns beide gegenseitig nicht verarscht und wir dachten uns so, no, bro, what the fuck. Okay, Zelda, klebst du das Ding zu? Ja, Mann, aber sowas von ey, diese scheiß Ding halt. Ein Scheiß. Morgen machen wir das nochmal mit richtigen Panzertape zu, ja, aber ich glaube, das dürfte erstmal reichen. So. Alter, ist das eine scheiß gruselige Sache, Leute. Das wollten wir unbedingt mal euch erzählen als Vlog. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Es war sehr gruselig. Und ich hab nicht gefallen. Ey, ohne Witz, ich hatte so Gänsehaut. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was diese Tür hier bewahrt. Also, das Hey, die Hey-Wohnung hat alles. Eine gruselige Ecke, eine geile Gaming-Ecke, eine Chill-Ecke, eine Schandecke mit allen Möbeln, die wir erstmal dahingestellt haben, weil wir die nicht so schön finden. Also die Hey-Wohnung ist auf jeden Fall vielfältig. Leute, wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dieses verdammt creepige Horror-Video, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir werden euch auf jeden Fall Updates geben, was mit diesem ja, komischen Ding da hinten hinter uns passiert. Hier gibt es auf jeden Fall täglich Videos, deswegen solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Schaut auf jeden Fall auch auf meinen Instagram-Kanal vorbei, @dasHeyMoritz. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao.